Nach eurer Spendengala für die utopischen Flüchtlinge schreiben wir nun den sechsten Turniertag im Jahr 1027 nach Bosbarans Fall. Es ist der Tag der Talionmel, der Rondra-Heiligen gegen übermächtige Gegner. Übermächtige Feinde. Talionmel verteidigte einst alleine eine Brücke gegen ein anstürmendes Novadi-Heer. Die Löwin von Neta verteidigte ganz allein die Brücke über den Shabab. Eine übermächtige Streitmacht der Novadis kam unter Tugruk Pascha und sie starb dann selbst bei der Verteidigung. Jedoch wurde die Brücke und der Großteil des feindlichen Heeres von dem urplötzlich über den Ufer tretenden Shabab vernichtet. Gläubige aus ganz Aventurien pilgern alljährlich zum Schauplatz des Wunders nach Neta. Dort befindet sich heute immer noch die nach ihr benannte Talionmelfort. Der letzte und wertvollste Sieg wird heute im Buhurt oder Gestampfe erzielt. 50 Schlachtritter in blinkenden Rüstungen und dem großen Helm kämpfen in der Turnierarena gleichzeitig um diesen Preis. Es gilt, den Reitern der gegnerischen Partei mit dem Turnierschwert die Holzziehe abzuschlagen und sie so ausscheiden zu lassen. Dies ist keine leichte Aufgabe, wenn man gleichzeitig seine eigene Heilzieher verteidigen muss. Wer möchte dort alles mitmachen? Ich bin der Meinung, Jalan reitet mit. Rafim? Ja. Iserun? Wollte Keras auch mitmachen? Ja. Ömer wollte nicht mitmachen und Abelmir auch nicht. Nein. Gut. Ja, dann trefft ihr euch, nachdem ihr euer eigenes Lager ausgesucht habt, auf dem Schlachtfeld gegen die anderen Ritter. Es ist, wie gesagt, ein sehr unübersichtliches Gestampfe und man kann seine Freunde nur an einer verschiedenen Zier erkennen. Es kämpft dann hier das grüne gegen das gelbe Team, gegen die Partei. Man hatte da dann aufgrund von verschiedenen politischen Interessen, hat man sich dann eher den Adligen aus der Partien oder dem Kosch angeschlossen. Aus den Nordmarken, wenn man sich dann Hagrobald verpflichtet fühlt. Aber vor allem geht es eben auch darum, dass man sich vielleicht den Garethian anschließt. Aber dieses Jahr sind die politischen Interessen wohl gar nicht so sehr groß. Man kämpft einfach nur gegeneinander um des Turniers willen. Gut, wir gehen zu den Regeln. Die Stunde der Reitkünstler. Mit dem Pferd sind alle Tricks erlaubt. Ausschlagen, beißen und auch steigen. Allerdings sollten die Pferde dabei nicht verletzt werden. Wer vom Pferd fällt oder absteigt, ist ebenfalls ausgeschieden. So, lassen Sie zu Beginn des Behurts jeden Helden eine Kriegskunstprobe würfeln. Sie bestimmen sein taktisches Geschick in diesem Hauen und Stechen. Machen wir das doch. Das ja, könnt ihr einfach mal so alle tun. Oh. 15 über. Diese TRP-Stern darf er bei späteren Proben im Behurt nach Belieben als Bonuspunkte einsetzen und aufbrauchen. Die Sonderfertigkeit Kriegsreiterei und Reiterkampf bringen hier jeweils 2 Bonuspunkte dazu, die Sonderfertigkeit Turnierreiterei 4 Punkte. Das sind also nicht unbedingt Schicksalspunkte, aber die könnt ihr eben beliebig aufschlagen, merkt sie euch einfach für euch selbst. Jedes Mal, wenn sich 2 Kontrahenten nahe kommen, wird eine Reitenprobe fällig. Die könnt ihr jetzt schon einmal würfeln. Beim Misslingen sind Attacke und Ausweichen um 3 Punkte erschwert. TRP Stern erleichtern zur Hälfte folgende Attacke als auch die Ausweichenprobe. Wie ist das mit der Initiative? Wird die auch bestimmt oder ist die egal? Die ist egal. Okay. Beide kämpfen gleichzeitig gegeneinander. Ja, ihr reitet wie gesagt gegen den Kontrahenten aus dem jeweils gegenüberliegenden Team. Wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch gegeneinander geritten sein. Aber natürlich nicht. Warum nicht? Ist doch lustig. Hört doch meinen Freunden nicht die Blöße tun, sie vom Pferd zu werfen. So. Die sind alle geschafft. Die sind alle geschafft. Beide Kämpfer würfeln mit dem Turnierschwert eine Attacke plus 7, um die Zimir des Gegners zu schlagen, also diese Stange, die aus dem Helm rausragt. Dieser Schlag kann auch als Wuchtschlag mit weiterer Ansage für eine höhere TP geführt werden. Um die eigene Helmzier vor der Attacke des Gegners zu schützen, darf eine Ausweichenprobe gewürfelt werden. Sie ist erschwert um die halbe BE. Also das werde ich jetzt auch einfach mal tun. Schauen wir einfach mal, ob ich gegen euch reiten und treffen kann. Es sind verschiedene Leute da, die meisten kennt ihr natürlich. Ich werde erst einfach einen, jemanden mit der Qualität 5 führen.
Die haben Attributswerte 15 und Talentwerte 12. Und weil Reiten kein Standardtalent ist, werde ich jetzt einfach mal spaßeshalber Körperbeherrschung würfeln. Sind aber dann ist dann die Reitenprobe. Behält da also auch Punkte übrig. Und dann gibt es eine Attacke plus 7, um die Helmzier zu treffen. Das werde ich einfach mal für euch alle tun. Muss gerade mal gucken, wie die Qualität von Meisterperson ist. Die hat meine 15. Und da noch 14 Punkte übrig. Damit würden die treffen. Ja, ihr konntet natürlich regenerieren, weil ihr ja ausreichend geschlafen hattet, also 6 Stunden. Können wir mit unseren normalen Waffen würfeln oder kriegen wir extra Turnierschwerter in der Hand gedrückt? Wie funktioniert das? Du kannst jetzt auf deine normale, ja, also hier steht Turnierschwerter. Wenn du jetzt allerdings mit deinem, ja, du kannst auch mit deinem zweihändigen Schwert schlagen, das ist okay. Es Wirklich? ist wie gesagt ein Schlag mit einer plus 7 gegen die Zimir und eben nicht gegen den Gegner selber. So, wenn jetzt alle ihre Regeneration durchhaben, bekomme ich von euch eine Attacke plus 7 und danach eine Ausweichenprobe, weil der Gegner trifft auch. Wie viel war die ausweichende Schwert? Nur halbe BE? Halbe BE. Ich möchte mir in die 7 ganz gerne noch einen Zweier-Wuchtschlag reinlegen. Also für den insgesamt 9. Das ist gelungen. Ganz generell zielt ein Turnierschwert bei einem Treffer 1W6 plus 3 Trefferpunkte. Die bricht allerdings mit einem Bruchfaktor von 5 sowieso sehr schnell. Wenn man höhere Wuchtansagen reinlegt, dann ja, ist halt ein Bruchtest fällig, aber sie wird sowieso dann sehr schnell brechen. Ich glaube nicht, dass wir das dann hier mit Bruchfaktorproben nochmal, ja, noch einmal vergrößern müssen. Ausweichen erschwert um halbe BE, ja. Ich möchte doch ganz gern 4 von meinen Dings, Kriegsgrundpunkten, da reinlegen. Wieder insgesamt eine 3er Erleichterung. Jetzt. Und wäre ausgewichen. Was ist mit den anderen? Ich bin auch ausgewichen. Rafim ausgewichen. War eine ganz Keras hat noch normale getroffen. Ausweichen. Halbe BE, wenn du eine hast, ansonsten. Ansonsten ist sie nicht weiter erschwert. Dann ist dann 1W6 plus 3 plus Wucht, ja? 1W6 plus 3 plus Wucht, ja, aber du musst ihn jetzt nicht würfeln, die wird sowieso beim ersten Mal brechen. Okay. Also, das ist, wie gesagt, wer eine Attacke plus 7 macht, der wird dann seinen Gegner aus dem Feld hauen, es sei denn, du kannst eben ausweichen. So, ich muss gerade mal schauen. Rafim ist zumindest durch. Ich werde einfach mal gegen Rafim eine Ausweichenprobe würfeln. Das ist geklappt. Dann werde ich eine gegen Yalan würfeln. Getroffen hattet ihr zumindest alle. Dann ist Yalans Gegner raus. Dann haben wir die von Isarun. Ist nicht auf die 19 gekullert. Ist auch rausgewichen. Und Kiaras hatte nicht getroffen, der konnte aber auch ausweichen. Dann hat Yharnam keinen Gegner mehr. Heile natürlich Kiara zur Hilfe. Doch klar. Okay. Dann die nächste Runde. Alle bitte wieder eine Attacke plus 7. Auf die Reitenprobe können wir, glaube ich, wieder verzichten. Treffer. Einfach. Keras ist wohl auf dem Pferd nicht ganz so gut. Ist echt nicht dein Tag, Junge. Es Zum ist, Glück bin ich ja, da. Pferd, die Pferde mögen ihn einfach nicht. Ich Und dann bewundere habe die ich Pferde viel zu sehr. Ich achte gar nicht auf die Pferde. drei Ausweichenproben. Können wir Guck eigentlich mal, wie verhindern? schön die Mähne wippt. Die erste Oh, ist der von Yalan. und Auch ich hole ihn Yalan runter. kann den Gegner von Keras runterholen. Alle anderen reiten wieder mit. Eine weitere Probe von Rafim und Isarun. Zum Ausweichen.
Achso, warte, da muss ich erstmal gucken, ob die treffen. 1, 2, 3. So, die 15 trifft nicht, die 16 trifft nicht, die 3 ist gegen Kiaras. Da muss Kiaras ausweichen. Und die 1 ist gegen Isarun. Die werde ich nochmal bestätigen. Wie viel Leichtern kriegt man für einen Kriegspunkt nochmal? Du kommst ein. Für 1:1. Wenn du denn was übrig hattest. Fangen wir erstmal so, ist das bestätigt? Nee, oder? Ist nicht bestätigt. Gut. Trotzdem, also, trotzdem halbe Isarun und Kiaras ausweichen. Kann ich mir meine Bonuspunkte okay, auch noch später Punkte. Bei Bedarf reinziehen? Ich glaube nicht. Steht hier nicht drin. Die dürft ihr als Bonuspunkte benutzen. Nee, ich will die vorher haben. Ich will die vorher haben, sonst ist das ja langweilig. Dann setze ich mal 5 ein. Ich denke, die werden auch halbiert, ne? Weil das ja deinen Paradewert erhöht und dann den Gesamtwert halbiert. Ja gut, 5 halbe sind trotzdem 3. Mhm. Schöner Einwurf. Das ist ein guter Wurf. So, Kiaras, ausweichen, los. Punkte? Arenor, mach mir keine Schande. Kiaras ist raus. Gut, dann, Rafim hat noch einen Gegner und ja. Isarun hat noch einen Gegner. Dann bitte wieder Attacken plus 7. Ja, klappt. Und Isarun, ich kann mich auch so anorientieren. Nehmen mal den bei Isarun. So, dann sind das meine Attacken. Isarun treffe ich nicht, aber ich würde Rafim treffen. Rafim muss eine Ausweichenprobe machen. Rafim ist raus. Rafim ist raus. Du hast deinen aber auch rausgehauen. Yay. Und genau, Isarun würde ich treffen. Ich muss gerade mal schauen, ob ich Isarun ausweichen kann. Ich kann Isarun nicht ausweichen. Achso, die Attacke ist gar nicht gelungen. Hä? Meine gelingt aber. Du trinkst mich, ich hab gar nicht genau. Dann würde ich auch nicht der von Yalan ausweichen. Gut. Dann habe ich noch einen Gegner, ne? Rafim hat seinen rausgehauen. Ich habe den von Isarun rausgehauen. Ich habe den von Kiaras rausgehauen. Ich habe meinen rausgehauen. Nee, das waren alle. Achso, der von... Ja, du hast recht. Genau, du hattest jetzt den letzten. Der ist mit der 17 raus. Dann ist Rafim raus. Isarun ist raus. Kiaras, und du stehst noch auf deinem, oder du sitzt noch auf deinem Pferd und hast gerade den letzten runtergehauen. Die anderen 20 Kämpfer, wie gesagt, das sind dann irgendwie 25 gegen 25, also insgesamt 50 Ritter, werden sich dann neben euch ebenso die Helmzieher runterschlagen und ganz am Ende könnt ihr dann mit eurem Team triumphieren. Ja klar, weil Yalan eben auch von euch auf dem Sattel geblieben ist. Und damit habt ihr mit eurem Team die Buhurt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, draufreden! Das war überraschend wenig blutig. Ich hatte viel mehr Blut erwartet. Ja, wir haben uns alle 6 Tage lang die Ehre gegeben. Da kann man sich beim Buhurt am Ende, zumindest hier in Garret, wohl ein wenig im Spaß gönnen. Aber wo ich herkomme, wird das mit mehr Einsatz gemacht, aber... Ja. Es ist meistens auch die Hauptattraktion und nicht so am Ende dran geklammert. Ja, während ihr noch auf dem Pferd sitzt oder dann neben eurem Pferd steht, weil euch die Helmzieher abgeschlagen wurdet, könnt ihr dann im Rausch so ein bisschen sehen, wie die tosende Zuschauermenge auf den Rängen dann eure Namen schreit, jubelt. Die verschiedenen Ritterhelme werden natürlich auch geöffnet, sodass ihr dann in die schwitzenden Gesichter der anderen blicken könnt. Ein paar Rittergrüße, die dann ausgeteilt werden, Schulterklopfen und ja... Alle sind wohl jetzt sehr froh, nicht nur, dass das Turnier vorbei ist, sondern dass es eben auch alles so sehr glimpflich abgelaufen ist. Es gab wenig Verletzte, jetzt nachdem dann der Schwarze Ritter rausgeflogen ist, beziehungsweise disqualifiziert wurde, und die Stimmung ist dann doch sehr gut. Ja, wie geht's weiter? Abelmir kann dann auch neben euch auftauchen, wenn ihr dann so langsam aus dem Turnierplatz mit eurem Pferd am Zügel wieder rausgeht. Könnt ihr sehen, wie dann Ömer und Abelmir
ja, daneben stehen und auch höflich klatschen, applaudieren oder euch nur zunicken. Das könnt ihr dann selber entscheiden. Aber mir zumindest die Abschlussrechnung von gestern Abend dabei. Ah, da seid ihr ja. Ah, ein guter Kampf. Warum war der nicht mit auf dem Feld? Nun, der Kampf zu Pferde ist nicht unbedingt mein Metier. Aber ihr habt euch gut geschlagen. Ihr habt die Ehre Tobians wacker verteidigt. Es war hübsch kurzweilig, ja. Ich hätte hier noch eine Rechnung, aber vielleicht sollten wir das woanders klären. Natürlich. Schon. Ach, und kaum ist der Spaß vorbei. Zurück in ernstes Leben. Die Unkosten. Finden jetzt gleich noch die Ehrung statt oder ist das alles erst morgen? Ich denke, es wird heute Abend sein, oder? Heute Abend, oder? Na gut. Also wir haben noch ein wenig Zeit, unsere Rechnung aufzustellen und schon mal die Aktion in der Rosskuppel morgen zu organisieren. Die sind auf jeden Fall im Plus, so viel kann ich schon mal sagen. Na schön, dass du da einen Überblick hast. Ich habe fast überhaupt nichts von dem Geld gesehen. Nein, Abel mir hat den Überblick, aber er hat mir schon mal den kleinen Tipp gegeben, dass wir im Plus sind. Ja, geringfügig. Ihr müsst mit den guten Nachrichten führen, Abelmir, und hier nicht mit dem ominösen Wort und Kostenrechnung reinkommen. Gehen wir erstmal zu Brutzens, da könnt ihr uns das erklären. Vielleicht solltet ihr euch vorher etwas sauber machen. Ihr seid etwas bespritzt. Ja. Dem Dreck vom Turnierplatz. Ihr versteht? Ich klopfe mich ein wenig ab. Ich hole meine Knappen herbei und klopfe die auch unter Zwang ein wenig ab. Dann geht's weiter. Ja, Dorlan ist nicht dabei. Du hast es nicht genau mitbekommen, was da passiert ist, aber nur noch Drakodan ist anwesend. Du? Drakodan! Wo ist denn Dorlan hin? Hast du die gesehen? Ja schon. Aber ich glaube, sie... Hatte dir nicht gesagt, dass sie nicht mehr mitmachen darf? Ich schieb mal meine Kameraden an. Nein, gestern auf dem Fest war sie doch noch. Ja, aber da hat sie Boronwein zugespielt bekommen von irgendwem. Fluch denn auch eins! Ja, so habe ich das auch mitbekommen. Also eigentlich sollte sie ja nicht trinken und dann irgendwie sagte sie, dass sie von wem das bekommen hat und jetzt, ja, jetzt ist sie wieder abhängig. Habt ihr gut gemacht. Der Junge fängt sich erstmal ein, ne? Er tritt ihr gegen Schienbein. Kann er gerne. Wenn er sich jetzt wieder einen Fuß an der Platte bricht, lache ich. Warum schlagt ihr mich? Einfach. Könnt ihr die Wahrheit nicht ab? Ihr habt ein beschissenes Fest gegeben und Dorlan ist wieder abhängig. Wenn sie stirbt, ist das eure Schuld. Und jetzt schlagt ihr mich, nur weil ich euch die Wahrheit sage? Beruhigt euch, beide. Und ich dachte schon, ich bin der Einzige mit schlechten Manieren. Nicht unsere Schuld, wenn sie zu schwach war. Sie hatte ihre Chance. Wenn man einmal von Boronwein abhängig ist, ist es leider meist schon zu spät. Es gibt kaum einen Weg, da wieder herauszukommen. Soll ich mal Nachforschung antreten, ob ich herausbekomme, woher der Boronwein auf unserem Fest gekommen ist? Denn wir haben den ja nicht bestellt. Ihr könnt euch eure Scheißrüstung alleine sauber machen. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Tschüss. So viel zu den Knappen. Ihr habt ein wirkliches Händchen für eure Knappen. Und deswegen macht man Gemeine nicht zu Knappen. Ich will euch ja nichts sagen, aber Sklaven werden so viel besser erzogen in dem Alter. Immer nickt. Ich schnick auch einfach mal. Ich werfe resigniert die Hände in die Luft. Während ihr in Richtung der Wohnung von Witwe Brutz unterwegs seid, könnt ihr dann am Richtplatz von Algaret so eine kleine Menschentraube erkennen, wo ihr euch dann versucht durchzuquetschen. Das kostet euch aber auch ein bisschen viel Zeit, weil da wohl eine ganze Menge Leute stehen und auf so einen Richtblock starren, wo wohl gerade ein städtischer Richtmann ein Urteil gerade gesprochen hat. Auch ein paar Henker, die jetzt nach vorne treten. Da werdet ihr dann jetzt gerade aufgehalten, während ihr dieses Gespräch geführt habt. Drei Verbrecher, die euch unbekannt sind, Grau, Zottel, Nestel und Nelia, die Namen werden zumindest erwähnt, während da gerade die Vollstreckung vorgelesen wird, wurde der Prozess während schweren Diebstahls und Hehlerei gemacht und just in diesem Moment werden ihnen die Schädel kahl rasiert und mit roter Farbe eingestrichen.
Ihr könnt neben ihnen auf diesem großen Richtblock auch noch eine große, heißerne, eiserne Steinplatte erkennen, die wohl auch gerade von zwei, drei anderen Leuten mit Feuer beheizt wird. Was wird hier gemacht? Scharlach gab einen Tanz. Was ist das für ein barbarisches Ritual? Wozu braucht man eine heiße Platte? Werden sie voll gefoltert? Nein, ihnen wird der Kopf kahl rasiert und rot eingefärbt. Deswegen die Scharlachkappe und dann müssen sie auf traditionellerweise auf glühenden Kohlen tanzen. Wie lange? Bis sie ohnmächtig werden. Ein großer Spaß. Vielleicht nicht für die ganze Familie, aber kommt gar nicht so oft vor. Bei euch in den Dunaminreichen müsste man das auch kennen, oder? Ich kenne Enthauptungen und Hängungen, aber Scharlachkappentanz, das kenne ich nicht. Schlechte Tomaten, Tomaten zu kaufen. Peitsche. Aber für ein paar was Diebe? Also den Scharlachkappentanz, das erscheint mir doch sehr außer der Form. Ja, währenddessen könnt ihr auch sehen, wie wohl der erste von den Dieben auf die heiße Spatte gestoßen wird, verbrennt sich natürlich direkt die Füße und fällt dann schreiend auch auf den Rücken, auf den Bauch, wälzt sich, dreht sich. Ihr könnt den Geruch von verbrannten Haaren wahrnehmen, von verbranntem Fleisch und Haut. Er versucht sich wieder aufzustehen, will sich mit den Händen wieder abstützen, fällt dann aber wieder hin, weil es wieder zu heiß ist. Der andere wird dann ebenso drauf gestoßen, nur noch die Frau sitzt gerade immer noch da mit den längeren Haaren, wird da wohl ein bisschen länger rasiert und der andere verbrennt sich wohl so heiß, die Hände, dass das auch anklebt mit seiner Haut. Ihr könnt dann sehen, wie die Haut dann so langsam sich abzieht und abpellt, während er dann versucht, da auch zu tanzen. Aber es ist eine schreckliche Qual, die sie da wohl erleben müssen. Tanzen, zappeln, schreien, die Menschen um euch herum jubeln. Einer von ihnen will dann auch wieder zurück aus der heißen Steinplatte oder Eisenplatte. Die Hellebarden von den Wächtern stoßen sie wieder zurück und ja, niemand zeigt hier wohl irgendeine Art von Mitleid. Unmöglich. Barbaren. Könnt ihr euch das vorstellen? Mittelreich. Ich meine, dass man Galotta drauf gestoßen hat, das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber sowas, ein paar kleine Diebe, Fluch des Gareth. Naja, wirklich Verschwendung. Man könnte sie so gut zur Arbeit bringen. Ach, ja, verdammter Landfrau. Lasst uns einfach weitergehen. Ich denke auch, da tanzen locker 200 bis 300 Dukaten. Naja, ja nicht mein Geld. Naja, was sagt mir, ob das noch recht ist? Zeiten, oh, es ist doch eher Abschreckung als Bestrafung. Wenn andere Diebe oder Kriminelle sehen, was geschehen könnte, denken sie vielleicht zweimal darüber nach, ob sie ebenfalls so etwas machen wollen. Eine durchaus manchmal angebrachte Taktik, Angst und Schrecken zu verbreiten über Strafe. Angst und Schrecken hat mit dem Recht aber nichts mehr zu tun. Ich sage mich mehr an die schwarzen Lande als an Gareth. Nun, der Richtspruch scheint ordentlich zu sein, also können wir wohl nichts dran machen. Und es gibt da ein Sprichwort, entweder man ist gefürchtet oder geliebt. Anscheinend wird man hier eben lieber gefürchtet. Naja, aber mir ist es das Mittelreich, was habt ihr erwartet? Ich habe nicht viel erwartet, aber dies übertrifft meine Vorstellung bei weitem. Was für ein barbarisches Ritual. Wenn ihr doch vielleicht aufhören könntet, auf offener Straße unser schönes Reich in Verruf zu bringen. Das tut ihr ganz selber mit euren Ritualen. Seht euch noch an, diese Bauern hier. Die freuen sich über Qualen der Gefangenen. Wenn ihr jetzt fertig mit eurer Tirade gegen mein Heimatreich seid, könnten wir uns vielleicht um wichtigere Dinge kümmern. Dreh mich um und geh weiter. Das hier immer, umso nördlicher man kommt, umso schlimmer wird's. Naja, was soll's. Ich flüster dann den anderen zu. Ich habe auch ganz schön viele Gerüchte über die Horasia gehört. Wenn ihr wollt, kann ich es euch später erzählen. Oh, die hat auch jeder andere schon gehört. Ich glaube, die verbreiten sie mittlerweile selber.
Ja, wenn ihr dann den Platz verlassen habt und dann beim Arenaviertel vor dem Haus von Witwe Putz ankommt, könnt ihr dort einen Mann erkennen, der bereits mit den Armen verschränkt davor wartet und euch dann freudig anblickt. Seine Uniform lässt wohl auf einen Hauptmann vermuten, schlägt dann seine Kapuze zurück, trägt wohl langes Haar und ist vollbärtig. Guten Tag, ihr müsst die Helden sein, wenn ich euch so betiteln darf. Ich darf mich vorstellen, Answin von Werheim, ich bin euch zugeteilt worden und soll wohl demnächst mit euch durch Dapazien ziehen. Ist dies korrekt? Doch nicht so auf offener Straße. Ihr könnt mich natürlich gerne zurechtweisen, allerdings weiß ich, dass die Gassen leer sind. Immerhin stehe ich hier schon etwas länger, aber gehen wir doch gerne rein. Ja, ich öffne die Tür dann und bitte ihn hinein. Na, ruhig. Abel, mir hast du deine Freunde wieder mitgebracht? Ja, Frau Brotz. Ich presse euch ein paar frische Orangen. Eine hervorragende Idee. Vielleicht doch ein paar Kekse? Die mit Nussfüllung. Bringe ich euch gleich hoch. Zieht die Schuhe aus. Meine Herren, eure Schuhe. Was? Oh, natürlich. Ihr habt die Dame gehört. Ach, ich werde sie vermissen. Eure Schuhe? Nein, Frau Brutz. Ah. Und meine Schuhe auch, solange wir drin sind, aber. Ja, ich dachte, ihr würdet dem Mindelfräulein hinterher trauern. Aber naja, geben den eigenen Geschmack. Oh, was wird daraus jetzt eigentlich? Eine interessante Brauch, aber. Folgt da auch noch etwas oder ist das nur fürs Fest, für das Turnier? Natürlich endet die Minerva gefälligerweise mit dem Ende des Turnieres, denn man muss ja wieder in die Ferne ziehen. Kurios. Und ich denke, Isaruns Minnesänger. Sprecht nicht davon. Verzeiht. Was war das eigentlich? Was er gemacht hat? Er hat Isarun blamiert, also Frau von Spogelsen. Und das Fest sabotiert damit. Ja, das muss er doch mit Absicht getan haben. Natürlich hat er das mit Absicht getan. Davon habe ich bereits auch gehört. Sehr interessant übrigens. Wusstet ihr, dass er eigentlich ein Rittersmann ist und zu kämpfen versteht? Es wundert mich, dass er gegen euch verloren hat. Er ist was bitte? Er ist ein anerkannter Rittersmann. Dann kann ich mir also doch noch meine Ehre zurückholen. Interessant. Aber ich bin nicht wegen eurer Minnerfräulein oder eurer, eurer Baden hier. Wie gesagt, ich habe ein paar Karten, die ich gerne mit euch durchsprechen möchte. Haben wir Zeit oder verlegen wir sie auf morgen? Da war's hin. Es wird viel zu tun geben. Lasst mal sehen, was ihr habt. Ja, ich würde den großen Schreibtisch wahrscheinlich meinen Schreibtisch freiräumen und ja, dann könnte er. Wir sollten allerdings nicht zu viel Zeit verschwenden. Immerhin müssen wir uns noch für heute Abend fertig machen. Ein paar Stunden können wir sicherlich einplanen. Ich denke auch. Wir haben es jetzt noch kurz vor dem Mittagessen und heute Abend erst werden wir Gelegenheit haben am Hof zu gastieren. Aber ja, ihr könnt euch natürlich auch vorher fertig machen. Schickt mich einfach los, wenn ihr meint, dass ihr euch frisch machen müsst. Also, wir haben hier eine Karte von Dapazien. Wir können hier unten im Süden noch angedeutet Gard erkennen und im Norden Werheim. Von hier aus wird die Evakuierung geleitet. Euch sollte natürlich bewusst sein, die Informationen wurden mir zumindest zugetragen, hier wird gekämpft. Wir erwarten den Feind in naher Zukunft. Das Auftauchen des Schwarzen Ritters war nicht so sehr Prophezeiung, sondern eher eine weitere Verhehlung. Eine weitere Verhöhnung unseres Reiches.